So, ich hätte gerne die Axt. Ich hätte gerne ein wenig Holz gehackt. Auch wenn wir dafür wahrscheinlich gar keinen Platz haben. Was lassen wir denn kurz mal da? Wir lassen gar nichts da. Wir hacken einfach so lange Holz, bis die Axt kaputt geht. Können zwar knapp werden, aber im Notfall schmeißen wir die Axt einfach hier auf den Boden. Das bleibt ja alles liegen, Gott sei Dank. Hoffe ich zumindest. Also es wäre schade, wenn wir sowas einfach im Patch ändern würden. So, also. Axt kommt hier auf den Boden. Wir machen morgen hier weiter. Das ganze Holz wird eingesammelt. Damit wir ein, zwei Kisten bauen können. So, und die Samen essen wir sofort auf. Denn wir haben immer noch Hunger. So, schnell zurück zum Lagerfeuer. Und das war doch echt mal produktiv heute. Was verfeuern wir? Verfeuern Gras, da haben wir ganz viel von. So, hier haben wir allerdings auch noch keine Forschungsmaschine. Und irgendwie bauen wir auch zu viele von den Dingern. Spricht irgendwas dagegen, dass wir überall Forschungsmaschinen bauen? Also wir haben nicht die Steine dafür. Aber auf der Karte sind überall genug Steine eigentlich. Na, eigentlich ist das Problem. Ich denke mal, wir werden... Das war so nicht geplant. Ich denke mal, wir werden früher oder später auch Steinmangel haben. Gerade wenn wir anfangen, das Haus zu bauen. Also nee, ich werde jetzt hier keine Forschungsmaschine bauen. Das ist einfach nur so ein kleiner Unterschlupf quasi. Falls wir mal hier in der Gegend sind und keine Fackeln oder Minerhelm oder sonst irgendwas haben. Dann können wir hier mal ins Feuer schmeißen und die Nacht hier überstehen. So, Monsterfleisch, das hat einen Nachteil gehabt, das weiß ich noch. Das zieht Lebenspunkte ab. Wir sind bei 95, 83. 90. Dafür bringt es 15 Hungerpunkte, wenn ich es richtig sehe. Aber wenn wir bei 85, dann bringt es 20 Hungerpunkte. Und den Schaden, den wir bekommen. Was sollen wir rohes essen? 90, 105. Wow. Okay, zieht gleich wesentlich mehr Lebenspunkte ab, aber anscheinend auch mehr, bringt auch mehr Hunger. Nee, das verkoche ich alles. Lebenspunkte sind doch relativ wichtig. So. Und die Axt haben wir jetzt da gelassen. Nee. Ich wollte gerade sagen, ach komm, dann hacken wir jetzt die Nacht durch, mal ein bisschen Holz, aber nee. Wir könnten ein Tallbird-Ei verkochen, aber nee, das wäre absolute Verschwendung. Gut, was machen wir morgen früh? Morgen früh laufen wir wieder zurück zu der Stelle hier, hacken noch ein bisschen Holz und laufen dann zurück zu einer unserer beiden Hauptbasen, um da Kisten zu bauen für den ganzen Ramsch. Weil mein Inventar ist so zugemüllt mit Sachen, die wir eigentlich gar nicht mitschleppen müssten. Und ja, ich weiß, mein Inventar ist eigentlich immer zugemüllt. Aber jetzt ist es schon ein bisschen extremer als sonst. Also einfach mal... Oh. Warum geht ihr weg? Ihr sollt mir den Weg beleuchten, die doofen Fireflies. So, neuer Tag, sehr schön. Essen. Und wo hatten wir das Ding hingeschmissen? Ah, hier ist sie. So, das heißt, wir werfen jetzt irgendwas auf den Boden, schnappen uns die Axt und hacken fleißig vor uns hin. Oh, da oben ist noch ein Bienenstock. Sehr gut. Also da scheint es echt keinen Mangel zu geben. Ich frage mich allerdings, ob jetzt diese besonderen Sachen, also die früher besonderen Sachen wie der Schweinekönig, ob die immer noch einzigartig sind. Weil wenn die Welt quasi unendlich ist, dann... dürfte es eine ganze Weile dauern, bis man einzigartige Sachen findet. Hm? Das muss ich dann gucken. Das ist ja eh nur eine Theorie von mir, dass es unendlich ist. Kann ja auch sein, dass die Welt begrenzt ist, ähnlich wie die alten Welten, nur halt wesentlich größer. Und dazu noch mehr Inhalt. Weil halt nicht dieser komische Algorithmus benutzt wird, um die Inseln zu generieren. So. 17 Holz haben wir jetzt gerade. Das verarbeiten wir doch gleich mal zu Brettern, um Platz zu sparen.
müssen jetzt 3 Kisten sein. Auch wenn wir noch keine Kisten bauen können. Die pflanze ich gleich schon mal an. Nachhaltiges Arbeiten und so. Das kann dahin. Die restlichen können wir einsacken. So. Zack, zack. Und jetzt wollte ich eigentlich zurück zu einer Basis. Das Wurmloch, das hier vorne gleich ist, ist ein ganz neues, oder? Ich glaub schon. Das Wurmloch da führt eigentlich nach Hause. Gucken wir mal ganz kurz da rein. Können wir Gegenstände ins Wurmloch schmeißen? Nein, können wir nicht. Okay. Schwupps. Oh, verlieren wir Essen und Lebenspunkte? Gute Frage. Hey, wir sind in der Nähe von unserem alten Haus rausgekommen. Also, das Wurmloch dahin, das Wurmloch dahin. Schön. Nehmen wir die mal alle mit. Und gucken, ob es hier eine Verbindung gibt. Aber ich denke mal schon. Erstmal die Straßen verfolgen. Also als wir noch in der alten Welt waren, hatte ich mir auch überlegt, die Bodenplatten auszuheben und eine richtige eigene Straße zu bauen. Weil es halt zielstrebiger ist. Aber so unpraktisch angelegt finde ich die Straßen hier gar nicht. Also klar, es geht immer effektiver, aber ist eigentlich schon okay so. Und da oben war ein Sumpf mit einem Fröschli. Ja, mit dem muss ich auch noch rumexperimentieren. Oh, da ist schon so eine Stufe 2. Eine Stufe 2 Ei. Und das hat gleich wesentlich mehr Reichweite. Da müssen wir uns drum kümmern. Ja, komm. Also das hier ist unsere Hauptbasis, sage ich einfach mal. Wegen den ganzen Schweinen. Und von hier aus ziehen wir jetzt bald los und machen die Eier platt. Erstmal brauchen wir aber Kisten. Dafür brauchen wir die Forschungsmaschine. Und dafür brauchen wir 4 Steinblöcke. Gut. Ist ja nicht so, dass wir gerade einen Steinblock haben liegen lassen. Ja. Unser kleiner Miniwald. Und die klauen uns unsere Samen. Ne, die mögen sie gar nicht. Gut, gut. Oh, tun sie doch. Ich wollte gerade sagen, die sind recht pingelig, was sie essen, aber nichts da. So. Du auch noch schnell hin da. Ich will Platz im Inventar haben. So, schmeißen wir das Zeug, was sie nicht essen, einfach erstmal auf den Boden. So, wir brauchen jetzt noch ganz schnell Steine. Und hier in der Nähe gibt es keine Steine. Das ist doch doof. Na gut, dann halt laufen, 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 laufen. Ich mach das jetzt schon. Und ich weiß, es ist spät. Aber ich will nicht, dass das eine Stufe 3 Ei wird. Also du, komm mal mit. Du, komm mal mit. So. Das in die Hand. Das angezogen. Und das Ei angehauen. Ich denke mal, weil das eine Stufe 2 Ei ist, kommen da jetzt schon gelbe Spinnen raus. Jo. Komm. Das ging noch gut. So, mach das kaputt, mach das kaputt, mach das kaputt. Und da müsste jetzt auch ein... Oh, da ist kein Ei gedroppt. Okay, wahrscheinlich gehen die Entwickler davon aus, dass man auf den neuen Karten so viele Spinneneier herumliegen hat, dass man keine mehr freiwillig setzen will. Und Jungs, kommt ihr mal mit? Was zur Hölle macht ihr? Nee, komm, mit diesen Albernheiten mache ich nicht mit. Ich will nach Hause zum Lagerfeuer. Komisch, komisch. Na gut, Schweine halt. So. Zack. Kohle. 1, 2, 3, 4. Hingeschmissen. So, das ganze neue Monsterfleisch. Passenderweise genau wieder 4 Stück wie vorher. Verkochen wir erstmal. Samen verkochen wir auch.
Tollbird-Ei. Ich weiß nicht, ob Schweine Tollbird-Eier essen. Aber wir sind Wilson, wir sind da zum Experimentieren. Also legen wir jetzt einfach mal ein Ei mitten in die Pampa. Und gucken, was passiert. Wenn es gefressen wird, wird es gefressen. Dann wissen wir wenigstens, Schweine fressen Eier. Und wenn nicht, dann liegt es da einfach rum. Win-Win-Situation und so. Können wir noch irgendwas Praktisches Neues bauen? Ein Fishing Rod. Eine Vogelfalle. Oh, ich glaube, ich baue davon ein paar. Also, erstmal eine. Damit wir noch mehr Nahrungsquellen haben. Fishing Rod. Damit können wir bestimmt beim Teich was fangen. Und da er nicht allzu weit weg ist, probiere ich das auch mal. Samen. So, zack. Auch gleich gegessen. Steine lassen wir auch erstmal hier. Flintstone kann auch hier bleiben. Die Seide auch. Die wird hoffentlich nicht gegessen. Auch wenn sie theoretisch essbar wäre. Schmeckt bestimmt nicht, aber das hält die Schweine bestimmt nicht davon ab. So, das sieht doch gleich viel besser aus. Du kommst wieder auf Platz 2. So, ganzen Werkzeuge dahin. Sieht ja schon fast effektiver aus. So, Holz kann auch hier bleiben. Wir brauchen also primär Steine für die Forschungsmaschine. Und noch ein wenig mehr Holz. Denn wenn wir die 4 Bretter benutzen, haben wir nachher keine Bretter mehr für die eigentlichen Kisten. Weswegen wir die Maschine überhaupt erst bauen, was ja denn ganz schön albern wäre. So, Gras holen. Ich sehe gerade, wir haben hier kein Gras. Das ist schon mal gut, dass ich die da mitgenommen habe. Wir sollten die aber auch anbauen, nicht auf den Boden schmeißen. So, zwei. Der Haken ist jetzt halt nur, dass wir keinen Dünger haben. Aber das kriegen wir schon hin. So. Und das Tollwild-Ei ist weg. Nicht so schön, aber wir wissen wenigstens, Schweine fressen Tollwild-Eier. Hey! Die folgen mir ja immer noch. Okay. Ich hätte gedacht, das wäre immer nur für einen Tag gewesen. So, zack, zack. Dann kommt mit, Jungs. Wir haben noch mehr Sachen zu machen. Die helfen ja auch bei den ganzen Arbeiten. Also wenn ich da jetzt gegenhaue, dann helfen die alle mit. Geht ein Ticken schneller. Sehr schön. Und die machen selbstständig weiter. Sehr gut. Alles hier abroden, bitte. Da ist noch mehr Holz. Ich mag die Schweine. Also wenn sie nicht gerade mein Essen klauen. Oh, End. Komm. Stirb. Und immer schön andere Schweine anhauen. Nicht, wow. Ich wollte gerade sagen, nicht mich hauen. So, das ist eine etwas anspruchsvollere Art, Holz zu hacken. Gut. Oh, Stickies brauchen wir auch noch. Und wir haben 16 Holz. Ich würde mal ganz kurz gerne angeln gehen. Dazu muss der Frosch da sterben. So, mach den mal kaputt. Und da ist noch einer. Ne, mach erstmal das Spinnenei da kaputt. Hier sind nämlich viel zu viele und ich will nicht, dass sie sich weiter aus... Nein. Weiter ausbreiten. Okay. Abbruch. Komm, ich angle jetzt ganz schnell und hoffe, dass ich irgendwas finde, was Lebenspunkte bringt. Und dass da nichts Böses rauskommen kann, weil wir haben viel zu wenig Lebenspunkte. Das ist echt super spannend. Oh, man muss das zum richtigen Zeitpunkt rausziehen. Ich will was zu essen haben, Mann. Nein. Hätte ich mir eigentlich denken können. Okay. Das heißt, ich muss jetzt so lange rumlaufen, bis ich die Schweine abgehängt habe und dann irgendwas zu essen finden. Ich könnte jetzt echt ein paar Blumen gut gebrauchen.
oder Seeds. Die verkoche ich aber erstmal. Stickies brauchen wir auch noch. Die Lebenspunkte sehen echt nicht gut aus. Regenerieren die sich von alleine? Ich glaube nicht. Immer noch 6. Ja, also die nächsten Tage erstmal nichts Risikoreiches. Schade, keine Samen. Wo sind die Samen? Da sind die Samen. 2 Stück. Wir sind bei 6 Punkten. 11 Punkte. 16 Punkte. Nicht die Welt, aber immerhin. Kein Vogel in der Falle bisher. Ich brauche mehr Essen. Gib mir Blümchen. Da ist noch ein Bärenbusch. Da könnte noch was drin sein. Jo, sehr schön. Wird auch erstmal verkocht. Und ich sollte vielleicht auch demnächst mal Kochtöpfe bauen. Weil dann kann ich das Monsterfleisch verkochen. Ja, das ist eine gute Idee. So, ihr hackt noch ein bisschen Holz. Aber so, dann wird noch ein bisschen was Produktives. Nein! Also ja, sie sind praktisch, sie sind aber auch tierisch nervig. Gerade am Anfang. Also ich denke mal, Schweine sollte man echt erst später benutzen, wenn man nicht so ein Nahrungsproblem hat wie die jetzt gerade. So, ihr läuft alle nach Hause. Sehr gut. Also, wir würden gerne Kohle. 1, 2, 3, 4. Das einmal verkochen, bitte. Ja, langsam sieht man die Lebenspunkte wieder. So soll es sein. Die Angel lasse ich erstmal hier. Kochtopf, Kochtopf. Brauchen wir bestimmt die Forschungsmaschine für. Nein, brauchen wir nicht. 3 Steine, 6 Kohle. Wir haben 7 Kohle. Aber nur 3 Steine. Also wir brauchen definitiv viel mehr Steine. Sollten wir morgen eventuell da reinspringen, da rauskommen und hier die Steine weghauen. Und es ist schon Tag 8. Das heißt, jeden Moment werden die Wölfe kommen. Und dann haben wir echt ein Problem mit so wenig Lebenspunkten. Oh, das ist aber nett, liebe Vögel. Es ist komisch, dass sie nicht in die Falle gehen. Auf der alten Welt sind die ja regelmäßig da reingetapst. Und ich habe die Fallen schon extra weit weggestellt, damit die nicht so nerven vom Geräuschpegel her. Hm. Na komm, lass Samen da. Aber gut, 31 Lebenspunkte, das soll mir erstmal reichen. Und wir speichern kurz ab. Also bis gleich.